Servus meine Freunde, was geht und willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, ich hoffe ihr hattet schöne Weihnachten, habt die Feiertage schön mit eurer Family verbracht. Ich habe mich jetzt auch mal ein bisschen die letzten zwei Tage, von Social Media Plattformen wie Instagram, Facebook und YouTube ein bisschen zurückgehalten, um mal ein bisschen Zeit für die wichtigen Dinge zu haben wie Familie. Aber das ist heute gar nicht das Thema, sondern wie ihr wahrscheinlich schon im Titelbild gesehen habt, geht es heute um den Umbau hier von meinem Studio. Ihr wisst ja, normalerweise mache ich ja meistens irgendwelche Vlogs über Musik, über mein DJ-Pult. Und heute geht es halt einfach mal um die Ecke hier hinten. Und zwar werde ich hier jetzt mal ein bisschen umräumen und dachte mir, ja, ich nehme euch einfach mal mit. Ich zeige euch so ein bisschen was, was sich hier so verändern wird. Weil ihr wisst ja, hier befinde ich mich ja in meinem Studio. Und das war damals, ja, das Arbeitszimmer von meinem Vater. Er benutzt es nicht mehr, hat gesagt, hey Luis, du kannst hier dein Studio einrichten. Deswegen liegen hier hinten auch noch ein paar Werkzeuge und hinter mir sieht es aus wie Katastrophe. Also das ist brutal. Deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt einfach mal einen Vlog, nehme euch mal so ein bisschen mit und mache mit euch zusammen dieses Projekt, einfach hier ein bisschen Ordnung zu schaffen. Ja, und dann zu schauen, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Sonst gibt es eigentlich nichts Neues. Ich habe, wie gesagt, Weihnachten gut überstanden. Ich habe, glaube ich, 90% am Tag nur gegessen. Deswegen hängt mir das Essen jetzt schon aus dem Hals raus. Genau, auf jeden Fall, vielleicht kennt es der ein oder andere, hier war mal alles voll mit Müll, mit Zeug, das ich einfach nicht mehr gebraucht habe. Wie hier Geschenkpapier haben wir einfach hier immer gelagert. Hier so Geschenktüten, hier so eine kleine Bohle für Silvester immer. Hier so, ja, Schleifen für die Geschenke. Das werde ich jetzt alles mal hier entfernen, weil das hat einfach nichts mit meinem Studio zu tun. Ich will gar nicht hier hinten hinschauen, weil da sieht es ungefähr noch schlimmer aus. Ich kann euch das ja mal kurz zeigen. Also hier ganz normal mein DJ-Pult. Da wird sich auch noch was verändern, weil es sieht nicht sehr professionell aus. Ich glaube, ich mache mal kurz die andere Softbox hier an. Ja, jetzt müsstet ihr mich wahrscheinlich ein bisschen besser sehen. Genau, also wie gesagt, hier sind halt einfach Sachen, die ich hier nicht mehr brauche in meinem Studio. Ich habe mir schon ein paar Sachen zusammengesucht, was ich denn hier dekorieren will. Das heißt, ich wollte mir am Anfang eigentlich hier so ein Kallax-Regal, wahrscheinlich kennt es der ein oder andere von irgendwelchen anderen YouTubern, das ist dieses weiße Regal, wo man eigentlich so rechteckige Fächer hat, wo man durchlangen kann und schön dekorieren kann. Ja, und ich dachte mir, warum soll ich nicht einfach das Regal hier nehmen, was ich schon habe? Ich werde es halt schön dekorieren, ich werde es alles schön aufräumen, wie ihr sehen könnt. Das hat mein Vater alles damals gemacht, das ist alles selbst konstruiert worden, sage ich mal. Und bevor ich das jetzt wegschmeiße und wieder hier ein neues Regal hinstelle, dachte ich mir, ich mache jetzt erstmal hier sauber und habe mir ein paar Sachen ausgesucht oder zusammengesucht, was ich hier alles hinstellen werde. Aber ich würde sagen, wir räumen jetzt erstmal hier auf. Also, let's go! Showing off, don't wanna have to wait tonight, wait tonight. Better off, I'm gonna find. So, das Größte ist schon mal weg. Zwei Kisten. Ich habe es einfach in den Nebenraum gestellt. Ich hoffe, mein Vater checkt es nicht. Hier halt noch so eine alte Telekom-Box. Ich sage ja, ich hatte jeden Scheiß oder wir haben hier jeden Scheiß gelagert. Und es wird einfach mal Zeit, dass ich das hier alles aufräume. Und wie gesagt, wenn ich da hinten mal hinschaue, hier sind sogar noch alte Glühbirnen. Malsachen, also für die Wände zum Streichen. Hier unten ist lauter Farbe und dahinter... Ja, dahinter will ich gar nicht schauen, weil hier sind meine ganzen Kartons von Bildschirmboxen, von Keyboard. Also ich habe da alles gestapelt, um irgendwann mal, wenn ich das verkaufen sollte, noch die Verpackung zu haben. Aber ich glaube, ich schmeiß das auch mal weg. Genau, also hier jetzt noch der Korb hier weg. So, und die Bohle, die brauche ich jetzt auch noch nicht. Sieht doch schon mal viel, viel besser aus. Gut, das Holz ist jetzt nicht so schön. Aber ich sage ja, wenn man das ein bisschen dekoriert, sieht das, glaube ich, richtig fett aus. Deswegen, ich brauche jetzt nicht, wie gesagt, einen neuen Schrank oder dieses Regal, weil dann müsste ich das hier alles rausreißen. Beziehungsweise hier die komplette Leiste. Ich habe mir zwar auch überlegt, ob ich meinen Controller nicht irgendwo anders hinstelle, aber ich habe hier auch ein bisschen begrenzt nur Platz. Deswegen, wie gesagt, dachte ich mir, ich nehme jetzt einfach diese zwei Regale, dekoriere die schön, tue halt einfach Sachen dahinstellen, die ich jetzt nicht so oft brauche oder wo ich zum Beispiel auch gleich hier hingehen kann, wegnehmen kann und benutzen kann.
wie zum Beispiel meine zweite Kamera, mein Stativ oder mein Gimbal und. Deswegen würde ich sagen, ich mache jetzt mal kurz sauber, weil das brauche ich euch jetzt nicht zeigen, wie man hier Holz sauber macht. Wie gesagt, ich mache es jetzt kurz sauber und dann fangen wir an zu dekorieren. So, genau jetzt ist mein Akku leer geworden. Also ich bin fertig geworden, ich habe jetzt ein bisschen sauber gemacht. Und ja, was ich noch dazu sagen will, ist ja, eigentlich dient der Kanal, um ja, Tutorials zu machen, Musik rauszubringen, euch ein bisschen was zu erklären. Aber ich will halt einfach auch mit euch ein paar solche Projekte starten, das heißt ein bisschen Umbau, dass ihr das ein bisschen mitbekommt. Dann erstmal nochmal vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt schon 180 Abonnenten. Ihr wisst ja, bei 200 kriegt ihr wieder was Kleines von mir als Dankeschön. Und zwar ein Sample Pack. Aber jetzt zurück zum Umbau. Wie gesagt, sauber ist es jetzt. Und ich habe jetzt mal ein paar Sachen zusammengesucht, zusammengeräumt, die ich jetzt da ein bisschen hinstellen werde und ein bisschen dekorieren werde, damit einfach das Feeling hier im Studio einfach viel, viel schöner ist. Und wenn ihr in dem Video jetzt irgendeine Idee findet oder eine Idee ja, wisst, schreibt mir das, wie gesagt, immer gerne unten in die Kommentare. Ich lese mir echt jeden Kommentar durch. Und ja, vielleicht steht dann eure Idee mal hier auch auf diesem Tisch. Genau, auf jeden Fall Nummer 1, meine erste Kamera. Die habe ich mir gedacht, die stelle ich einfach hier hin. Das heißt, wenn ich mal irgendwie shooten gehe, meistens mache ich ja hier Bilder aus dem Studio, habe ich die Kamera gleich da. Die Akkus befinden sich in meinem anderen Zimmer. Aber wie gesagt, ich will ja hier ein bisschen dekorieren. Ich habe mir jetzt vorgenommen, oben ja, ein bisschen Equip, ein bisschen cooles Equip, weil ich habe sogar noch was gefunden. Beziehungsweise mein Vater hat mir noch was gegeben zum Dekorieren. Genau, oben halt Equip und unten halt sowas wie Stative oder Gimbal oder kleine Taschen. Weil ihr seht hier schon wieder, hier steht mein Karton vom 32 Zoll Monitor. Ja, die Frage ist halt, schmeiße ich den weg oder behalte ich den noch? Weil in der Ecke da hinten, da sammeln sich so viele Kartons schon an. Und die Frage ist halt, brauche ich die halt noch oder nicht? Aber das soll heute gar nicht das Thema sein, sondern ich will ja heute nur die Seite von dem Tisch bzw. von dem Schrank ja, herrichten, dekorieren. Und ich würde sagen, suchen wir mal ein paar Sachen. Ja, und dann schauen wir mal, wie das alles so am Ende aussieht. Zudem dachte ich mir, weil ja meine Kamera da schon steht, habe ich hier noch ein zweites Objektiv. Das stelle ich hier auch noch dazu. Gut, ich werde natürlich ein bisschen schöner dekorieren. Ich werde mir jetzt bloß die ganzen Sachen mal ja, hinstellen und dann schauen wir einfach mal, wie das Ganze so aussieht. So, und was natürlich auch nicht fehlen darf, weil ich habe gemerkt, hier hinten in der Ecke sieht man das so schlecht. Hier eine kleine LED-Box. Die kennen auch wahrscheinlich schon viele von irgendwelchen Videos. Die werde ich mir hier oder auf die andere Seite irgendwo hinstellen. Einfach so ja, als Deko. Finde ich auf jeden Fall mal schon mal richtig schick. Wenn ihr schaut, hat schon mal ja, einen guten Flair hier drin. Und das andere Problem ist, ich habe hier so viele Taschen. Ich habe den Reiserucksack, das heißt, wo ich auch meinen letzten Auftritt hatte, den habe ich immer am Start. Und ich habe noch eine andere Kameratasche am Start. Und ich habe noch eine Tasche für mein GoPro-Zeug und was weiß ich. Und ich weiß gar nicht, wo ich das überall stapeln soll. Genau, also wie gesagt, Kamera, Softbox, LED-Box. Dann werde ich noch mein zweites Stativ, beziehungsweise das war auch mein erstes Stativ. Wenn ihr es wissen wollt, ich verlinke euch meine ganzen Produkte. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, was benutze ich so für Equip, ja, mit was lege ich auf und, findet ihr alles unten immer in der Videobeschreibung. Das habe ich euch alles verlinkt. Und genau, also das war jetzt mein Amazon Basic Stativ. Das habe ich mir damals zugelegt und ich würde sagen, stellen wir einfach mal hier unten hin. Weil ich würde sagen, hier unten stelle ich alles hin, was ich nicht so oft benutze, wie halt dieses Stativ. Weil ich habe mir ja ein neues geholt. Beziehungsweise ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Und zwar ist es dieses hier. Von Somai nennt sich das. Habe ich mir auch auf Amazon geholt und es ist halt viel praktischer. Viel besser verarbeitet und damit nehme ich halt auch meine Mixe auf. Das heißt, so sieht es dann Ganze von der Perspektive aus. Hier mein Stativ, hier hinten lege ich auf. Habe ich mir gedacht, beziehungsweise das, was mein Vater mir gegeben hat, was richtig geil ist. Ihr wisst ja, ich mache ja nebenbei ein bisschen Fotografie. Nur für mich selbst, natürlich auch für Freunde und sowas, aber jetzt nicht so extrem viel wie die Musik. Und da hat mir mein Vater eine uralte Pentax-Kamera gegeben. Ultra geil. Und ich dachte mir, dass hier ein bisschen so ein Oldschool-Look dazu kommt, packe ich einfach die Kamera mit drauf. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich das Ganze alles so hinstelle. Weil wie gesagt, unten Stativ, oben die Kameras. Dann habe ich zum Beispiel hier noch
Hier noch meine Verpackung von meinem Gimbal. Das werde ich auch noch hinstellen, bloß da fehlt mir unten dieser 3-Fuß, damit das Gimbal überhaupt stehen bleibt. Das werde ich wahrscheinlich hier auch so nach hinten tun. Auch schon mal nicht schlecht. Dann habe ich hier noch Laptop-Ständer, habe ich damals immer gebraucht für Auftritte, weil ich hatte ja den Numa-Controller und dafür braucht man halt so einen Laptop-Ständer. Aber die Zeiten sind vorbei, ich habe jetzt einen Pioneer-Controller und deswegen findet der seinen Platz auch hier. Und jetzt muss ich gerade überlegen, was ich noch hinstelle, weil so viel Zeug habe ich eigentlich gar nicht, wie ich gedacht habe. Genau, Rucksack werde ich vielleicht noch unten reinpacken. Den Tisch da hinten werde ich noch dekorieren, aber das mache ich jetzt heute nicht mehr. Kartons, gut, soll ich euch das mal zeigen? Das sieht ultra krank aus, Leute. Ich zeige euch das mal kurz. Muss ich kurz die Softbox hier drehen? So. Ich weiß, der Vorhang ist abartig hässlich, aber hier hinten befindet sich Holz und was weiß ich, was mein Vater alles früher gebraucht hat. Und ich habe einfach diese Abdeckung hierfür genutzt. Alter Drucker, Kartons, hier noch Farbeimer, hier meine Boxen, hier noch der kleine Controller, wo ich auch schon mal ein Video drüber gemacht habe. Hier hinten die Verpackung von meiner ersten Kamera. Ja, also so viel Müll und ich weiß halt echt nicht, ob ich das wegschmeißen soll oder behalten soll oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Genau, dann habe ich hier noch eine Hero 3, also eine GoPro. Die werde ich natürlich auch hier irgendwo hinstellen. Wie gesagt, ich muss mir jetzt erstmal überlegen, wie ich das alles hinstelle, weil so sieht es natürlich auch nicht professionell aus. Und ich will das halt einfach so dekorieren, dass wenn irgendwelche Freunde oder irgendwelche Leute hier reinkommen, die wollen dann hier reinkommen und dann schauen sie sich so um, so krass, was für ein geiles Studio, meine Meinung. Und dann schauen sie nach links so, Alter, geil, was ist das für ein Schrank und was steht da alles drauf für Equip? Und deswegen will ich das halt alles hier machen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, dass ich solche Projekte mit auf diesen Kanal bringe, dann schreibt mir das gern unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, ich schaue jetzt noch, was ich alles draufstelle und dann melde ich mich nochmal. So, und zwar habe ich mir jetzt noch überlegt, ich werde die ganzen Taschen, beziehungsweise die eine oder alte Fototasche von mir einfach hier auch unten mit reinpacken, weil ich die eigentlich gar nicht mehr brauche. Die findet einfach jetzt hier ihren Platz. Ich weiß nicht, ob das dann alles so bleiben wird, aber zumindest habe ich jetzt wieder einen Abstellplatz für das ganze Zeug hier. Genau, also wie gesagt, Stativ ist jetzt hier, Verpackung vom Gimbal, Laptop-Ständer und mein alter Fotorucksack. Und genau, oben sieht es jetzt so aus. Ich habe jetzt hier Kamera, Objektiv, uralte Pentax-Kamera, Mikrofon, GoPro, LED-Box. Und jetzt habe ich schon wieder ein bisschen mehr Platz. Gefällt mir aber jetzt auch noch nicht so richtig. Deswegen, ich werde jetzt noch den Rucksack da für die GoPro, beziehungsweise da sind halt alle Ersatzteile, Klebepads und so weiter für die GoPro drin. Die werde ich auch nach vorne tun, weil ich die öfters brauche für irgendeinen Mix oder wenn ich irgendwo unterwegs bin und ich einen Mix aufnehmen will, dass ich hier ein bisschen Equip gleich parat habe. Hier steht noch ein uraltes Bild, das kann ich euch mal zeigen. Habe ich mir auch erst überlegt aufzuhängen. Ich finde es halt cool, weil das passt halt einfach hier rein, weil ja, ist ja ein Musikstudio. Ich hoffe, wie gesagt, das Video hat euch gefallen. Ihr habt Bock auf so Projekte, genauso wie ich, weil ich will mit euch das teilen hier, wenn ich hier irgendwas verändere oder wenn hier irgendwas dazukommt. Das nächste wird sein, ich werde mir neue Absorber bestellen, weil ich will versuchen, hier zumindest die halbe Decke, also bis hier ungefähr, voll zu kleben mit diesen Absorbern. Wird zwar noch eine teure Angelegenheit, weil ich habe hier doch ein bisschen mehr Fläche an der Decke als gedacht. Aber sonst bin ich eigentlich fast zufrieden mit diesem Studio. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, aber die werdet ihr im Laufe der Zeit noch hier auf meinem Kanal erfahren. Und genau, in diesem Sinne verabschiede ich mich. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne wieder einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal und vergesst nicht, bei 200 Abonnenten kriegt ihr wieder ein kleines Sample Pack. So, und in diesem Sinne, Leute, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. If you're your sorrows, feel yourself, what makes this heart beat?